Jetzt sind wir soweit? Ja, wir sind soweit. First of all, a quick poll. Should we do it in English or in German? Are there anybody who is... Whatever you like. Whatever you like, yeah. So, are there any people who are only speaking English in this room? That's the wrong question, because maybe if you speak Spanish, you also speak Spanish. So, if there one doesn't... Okay. Is there anybody not comfortable with us doing this talk in English? Or in, no, in German. In German. Okay. Have we barely a short code? Okay, also machen wir es auf Deutsch. Machen wir. Aber die Folien sind auf Englisch. Gut, das ist jetzt dann halt so. Also. Okay. 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 If you have any questions in English that matter, just ask. Das Kabel. Okay, also dann nochmal hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, die Energie ist nach dem Lunch ausreichend vorhanden. Ich kämpfe noch so ein bisschen damit, aber ich hoffe, dass wir hier gut durchkommen. Also Christoph und ich werden heute ein bisschen was dazu erzählen, was wir im Januar und Februar schwerpunktmäßig gemacht haben. Und zwar haben wir dem Ganzen den Titel gegeben, Migrating WordPress via REST API. Vorab möchte ich gerne ein bisschen was zu erzählen oder zu uns erzählen, wer wir sind, was Ruhr24 ist. Und ja, da steige ich auch direkt mal ein. Also Ruhr24 ist eine gemeinsame Tochtergesellschaft zweier Media Companies, also zweier Medienhäuser bei uns aus der Region. Wir sind, unser Hauptquartier ist in Dortmund und in der Region Unna beheimatet, und uns gibt es seit Anfang 2016. Wir sind eigentlich damals ins Leben gerufen worden, um ein Stück weit die digitale Transformation unserer Mutterhäuser voranzutreiben. Unsere Mutterhäuser sind klassische Medienhäuser. Wir bringen Tageszeitungen raus, wir haben Druckereien, Radiostationen und alles, was da so zugehört. In unserem Produktportfolio, wie es heute dasteht, ist vor allem eine News-Seite, ruhr24.de, enthalten, über die reden wir heute auch. Wir haben dann auch noch zwei Content-Curation-Apps, einmal für Borussia Dortmund, Bass09, und leider aus meiner Sicht auch für die blauen Kollegen, Bass04 für die Schalker-Fraktion. Darüber hinaus haben wir noch ein Jobportal, ruhr24 Jobs, und eine Digitalagentur-Unit, die sich die Digitalisten nennen. Vielleicht im Nachgang nochmal eine Folie, oh, die Animation hätte man rausnehmen können, die so ein bisschen die Struktur zeigt, wie wir organisiert sind. Auf der linken Seite sehen wir eben das Portfolio der Produkte, was wir heute betreiben. Auf der rechten Seite, und das ist so das zweite Standbein unseres Unternehmens, sind die größtenteils Fonds, in denen wir investiert sind, oder auch Startups aus unserer Region, in die wir direkt investieren. Als wir 2016 gestartet sind, und da komme ich jetzt auch zu WordPress und zu der Community, haben wir eine strategische Entscheidung getroffen, wo ich heute noch sehr glücklich drüber bin. Und zwar haben wir damals verglichen, auf welcher technologischen Basis bauen wir unsere Produkte? Kaufen wir alles ein oder wie machen wir es? Und wir haben damals die Entscheidung getroffen, es weitestgehend selber zu machen und es vor allem auch auf Basis Open Source und WordPress zu machen. Und das ist heute der Fall, da sind wir, glaube ich, alle bis heute sehr glücklich drüber und sehr zufrieden damit. Diese Folie zeigt, was wir eigentlich oder worüber wir heute reden. Wir hatten in 2018 zwei Newsportale, die sich da nannten, dortmund24.de und unna24.de. Und auf der rechten Seite sehen wir, was quasi daraus geworden ist und wie es heute heißt, nämlich ruhr24.de. Vielleicht zum Hintergrund, unsere Produkte haben eigentlich einen Sinn und Zweck, wenn man so möchte. Und zwar wollen wir maximale Reichweite generieren, um die Produkte zu refinanzieren, vormerklich über Performance-Marketing oder Native Advertising. Und das ist vor allem ein Gegenentwurf zu dem, wie unsere Mutterhäuser agieren, die vormerklich auf Abonnements, also Subscriptions, setzen. Jetzt vielleicht an der Stelle eine Frage, warum fahren wir dann so eine Migration, warum machen wir das? Stellt euch das Spannungsfeld, was ich gerade schon eingeleitet habe, Borussia Dortmund, Schalke 04 vor.
Könnt ihr euch vorstellen, dass wir Content publizieren, der mit Schalke 04 zu tun hat und ihn publizieren über ein Portal, was da heißt dortmund24.de? Ich weiß nicht, ob Fußballinteressierte im Raum sind, aber ich kann euch sagen, das funktioniert nicht. Das war nicht der Hauptgrund, warum wir es getan haben, aber eben einer, der es ganz schön plakativ darstellt. The Struggle habe ich es genannt. Also zu dem Zeitpunkt, wo wir darüber nachgedacht haben oder die Entscheidung getroffen haben, das war so im Herbst letzten Jahres, hatten wir schon die Situation, dass wir, wie es hier auch steht, eine sehr gute und eine positiv entwickelnde SEO-Performance auf den Portalen hatten. Das heißt, also wir haben steigende Reichweiten gehabt. Wir sind immer öfter in Newsboxen erschienen. Das heißt, wir haben sehr gute Klickraten erzielt auf unseren Inhalten und waren eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg. Daraus ableitend haben wir auch eine sehr gute Monetarisierungssituation gehabt. Also auch die TKPs, die wir erzielen konnten, waren sehr gut. Wir haben immer mehr Geld damit verdient. Und wir haben vor allem, und das ist der dritte Punkt, aus unserer Sicht Trust bei Google generiert. Das heißt also, wir kamen immer öfter in gute Rankings und in gute Positionen. Darüber hinaus, und das war eine Schwierigkeit, die uns auch in dem Migrationsprozess begleitet hat, haben wir eine Redaktion von 10 Menschen, die tagtäglich 7 Tage die Woche von morgens 6 bis abends 11 auf diesen Plattformen arbeiten und wir nicht mal eben sagen können, wir schalten das mal ab für eine Stunde oder zwei oder drei oder wie auch immer oder einen Tag. Das heißt also, alles das, was wir getan haben, musste quasi ja zur Laufzeit geschehen. Das heißt also, insgesamt war das eigentlich eine schwere Entscheidung, weil wir eigentlich auf einem guten Weg waren und gesehen haben, dass sich dieser Weg ja positiv entwickelt. Danke. Hier nochmal eine Wand aus Zahlen. Auf der linken Seite sehen wir die Situation, wie sie sich vor der Migration dargestellt hat. Das heißt, auf dortmund24.de hatten wir über 120.000 Bilder, über 50.000 Posts. Auf dem kleineren Portal Una hatten wir ja über 3.000 Bilder, fast 2.000 Posts, Datenbankgrößen, Uploads-Folder sind auch nicht gerade klein gewesen. Auf der rechten Seite sehen wir, was draus geworden ist nach der Migration. Wer sich die Zahlen genau anschaut, wird feststellen, ups, da ist ja etwas ganz schön groß geworden. Da wird Christoph uns gleich noch was zu erzählen. So zwei, drei Sachen. Also das ist tatsächlich das Endergebnis, was nach der erfolgreichen Migration passiert ist. Man sieht, Datenbankgröße ist massiv kleiner geworden und bei den Posts sind wir auch deutlich runtergegangen. Wir haben halt etwas, wo wir gleich noch kurz drauf eingehen. Wir haben einen ganz großen Schwung an Beiträgen aussortiert, dann später mehr. Das, was natürlich größer geworden ist, ist der Uploads-Folder. Und da gab es einfach zwei Gründe für. Erstens technischen und Zeitgründen habe ich die Image Optimization bei der Migration ausgeschaltet und zweitens habe ich zwei neue Bildgrößen dazu genommen. Und, eine Frage. Es war die Frage, ob wir Mitarbeiter entlassen haben. Nein, das Gegenteil. Nein, also es okay. Stimmt. Tatsächlich, die Frage war jetzt bezogen auf die User, weil es weniger User geworden sind. Es sind tatsächlich in diesen 59 Usern ehemalige User, die dann teilweise nicht migriert wurden und dann in einen Sammelaccount Redaktion gelaufen sind, weil sie nicht mehr dargestellt werden wollten oder aus welchen Gründen auch immer. Die Posts, die Christoph gerade angesprochen hat, wie haben wir es geschafft, aus irgendwie 52 oder 53.000 Posts am Ende nur noch 12.000 über zu haben? Der Hauptgrund dafür ist, wir haben am Anfang, weil das Redaktionsteam kleiner war, sehr stark auf Inhalte der Deutschen Presseagentur, also der DPA, zurückgegriffen, automatisch importiert. Das heißt also lupenreiner Duplicate-Content, wie man ihn auf X-News-Portalen in deutscher Sprache finden kann, von dem wir jetzt erstmal reichweitentechnisch nichts hatten und der quasi als Müll oder vielleicht sogar auch Ranking-Hämmer in unserem System schlummerte. Und da haben wir uns komplett von befreit und quasi nur noch das übernommen, was wirklich Relevanz hat. Und schwerwiegenderweise muss man dazu sagen, anfangs waren die nicht mal als No-Index markiert. Das heißt, wir hatten ursprünglich alle 50.000 Beiträge mit im Index drin, was wir dann vor der Migration noch auf No-Index gesetzt hatten.
So, The Big Fear habe ich die Folie genannt. Also wir waren wirklich alle, Christoph und ich, wir haben das ja nicht alleine gemacht. Da steht ja auch ein Projektteam hinter oder ein Produktteam hinter, der Product Owner, der für die Portale zuständig ist und. Und wir waren eigentlich alle komplett davon überzeugt, dass wir nach diesem Prozess mit einem Major Drop, also mit einem mit wirklich Einbußen zu rechnen haben, was unsere Reichweiten-Performance und damit auch die monetäre Performance auf den Portalen angehen wird. Das heißt, oder beziehungsweise, warum ist das so? Wir haben ja die Domain komplett geswitcht, wir haben parallel noch die URL-Struktur geswitcht, wir haben an den Slug noch die Post-ID gehangen. Kategorien umstrukturiert. Wir haben, glaube ich, insgesamt über 40.000 Posts eliminiert und mussten ja auch dann parallel dafür sorgen, dass sie irgendwann mal aus dem Index verschwinden. Also was haben wir gemacht? Wir haben also unseren CEO, unsere Geschäftsleitung behutsam darauf vorbereitet, haben gesagt, okay, also das, was wir da tun, das ist auf lange Sicht sehr gut und wird sich auszahlen, aber wahrscheinlich müssen wir mal damit rechnen, dass wir so 2-3 Monate weniger Geld verdienen oder vielleicht auch gar kein Geld verdienen. Also wir sind da sehr behutsam mit umgegangen, haben dann bewusst diesen Migrationsprozess auf den Anfang des Jahres gelegt, weil wir erfahrungsgemäß wissen, dass die TKPs, also die zu erzielenden Erlöse pro 1000 Klicks, im ersten Quartal des Jahres erfahrungsgemäß wesentlich geringer sind. Das heißt also, den Einbruch, den wir erwartet haben, aus monetärer Sicht, der würde sich nach unseren Annahmen im ersten Quartal wesentlich geringer darstellen als im vierten Quartal, wo die TKPs noch entsprechend gut sind und die Advertiser ihre Kohle raushauen müssen. Ja, das war so die Voraussetzung. Das ist das, woher wir kommen. Und jetzt wird Christoph was darüber erzählen, wie wir das Ganze dann über die Bühne gekriegt haben und wie wir unsere Jobs verloren haben. Ey, das wollten wir am Ende verraten. Also, als technische Hürden gab es dann halt insbesondere den Fall, dass wir natürlich ordentliche Redirects, insbesondere für die Posts, Pages, Categories, Users brauchten. Bei den Post-Tags haben wir glücklicherweise gesagt, dass wir dort Tabula Rasa machen, weil, reden wir nicht drüber, kennt jeder, es werden Post-Tags angelegt, die entweder zu generisch sind oder zu speziell, wurde halt auch gemacht. Also dementsprechend haben wir uns komplett von allen Post-Tags getrennt und Kategorien, Permalinks wurden komplett umstrukturiert, es wurden teilweise Kategorien gekillt, wurden Kategorien zusammengezogen. Dementsprechend haben wir eine komplett neue Permalink-Struktur gehabt, weswegen man nicht einfach sagen konnte, alte Domain, neue Domain einfach mal so Pi mal Daumen umleiten. Und zusätzlich gab es halt das Problem, erstens im laufenden Betrieb, zweitens zwei alte Systeme in ein schon angefangenes drittes System. Das heißt, Ruhr24 lief schon für einen knappen Monat, 2 Monate parallel, bevor wir den Inhalt migriert haben. Und weil wir 2 neue Image Sizes angelegt hatten, mussten wir die ganzen Bilder auch einmal migrieren. Was habe ich als Lösung gemacht? Ich habe die REST API benutzt. Dazu muss man als Anmerkung reinmachen, es war ein kleines Geschenk. Und zwar, wer zufällig meinen Talk in Köln gesehen hat, hat mich schon über mein Plugin, was ich Bifrost genannt habe, reden hören. Ich werde da jetzt nur ganz am Rande drauf eingehen. Wer noch ein bisschen mehr Details zu haben will, auf dem WordCamp Köln vom letzten Jahr habe ich da ein bisschen mehr Details zu erzählt. Und das Schöne ist, an der Stelle habe ich gemerkt, mit dem Plugin kann ich eine Migration machen. Und das, was wir halt an der Stelle gemacht haben, ist die User und die Kategorien manuell zugeordnet, sprich gesagt, okay, auf den Alt-Systemen trage ich die ID von dem User oder von der Kategorie auf dem Zielsystem ein. Dadurch wurden dann die Bilder über die API kopiert, wodurch ich automatisch das Regenerate Thumbnails bekommen habe. Und beim Kopieren der Beiträge habe ich halt das Problem, wenn ich einen Beitrag über die REST API übertrage ich die User-ID, dem der Beitrag gehört. Wenn ich das ohne Übersetzung mache, sind die IDs falsch. Das heißt, ich habe in der vereinfachten Fassung gesagt, auf dem Alt-System gehört der Beitrag dem User 7.
auf dem neuen System, dem User 42. Das heißt, vor der Übertragung wurde aus der 7 eine 42 gemacht. Und entsprechend das gleiche für die Kategorien, Bilder und was noch alles übernommen wurde. Und das richtig Schöne ist, die REST API antwortet mit erstens der ID, auf die das Ganze angelegt wird, und mit der neuen URL. Das heißt, de facto habe ich Free Redirects bekommen. So, und jetzt habe ich eine wunderschöne kleine Folie Code. Also, wir halten fest, ich habe durch die Übertragung habe ich Redirects bekommen. Und jetzt muss ich jetzt erstmal gucken, wo mache ich das? In PowerPoint. Jetzt habe ich wieder Desktop. So, da habe ich den. Kann man das sehen? Muss ich größer machen? Ein bisschen größer machen, ne? Ich habe schon gelernt, ich habe schon mal direkt die richtige Farbe gemacht. Ganz kurz als Schnellzusammenfassung, was macht mein Plugin Bifrost? In meinem Plugin Bifrost habe ich diesen ganzen Kram, den ich gerade erzählt habe, dass ich Beiträge über die REST API irgendwo hinschiebe, dass ich dass ich die IDs entsprechend übersetze und alles Mögliche war da drin schon komplett für eine andere Intention mal hinterlegt. Das heißt, das Einzige, was ich an der Stelle machen musste, war erstens dafür sorgen, dass Duplikate in den Kategorien entfernt wurden und dass ich erstmal überhaupt alles in die Queue reingekriegt habe. Ich habe eine schöne Warteschleife geschrieben gehabt und da ich irgendwann mal davon ausgegangen war, dass ich das Problem mit Race Conditions kriegen würde, ist die Queue auch komplett Race Conditions sicher gewesen, was gleich ein sehr wichtiger Punkt sein wird. Das heißt, das, was ich am Ende machen musste, war, ich habe ein kleines Plugin geschrieben, init migration. Der Code ist an sich relativ irrelevant. Das, was das Teil gemacht hat, ist, dass ich gesagt habe, schmeißt mir alles, was ich von A nach B kopieren will, in meine Warteschleife rein. Das heißt, ich habe mir eine Liste gebaut und gesagt, so, diese Beiträge, diese Bilder möchte ich von A nach B kopieren. Dann habe ich danach mein ursprüngliches Plugin die Arbeit machen lassen, habe die Beiträge von A nach B kopieren lassen. In den Code, wenn das gleich eine interessiert, können wir entweder eine Q&A an der Stelle nochmal reingehen oder oder noch gerne auch einmal in die benannte Präsentation reingucken oder mich nachher abfangen. Das, was mich jetzt interessanter wird, sind andere Teile. Ich springe erstmal in die Präsentation zurück. In den Code können wir gleich nochmal reingehen. Ab der aktuellen Folie weitergehen. Wir springen gleich auch einmal nochmal in den Code zurück. Erstmal zu dem Teil, wie lange hat das denn gedauert? Also ich habe es an der Stelle umgedreht. Ich habe erst Unna da drauf stehen und dann Dortmund. Das liegt daran, dass wir die Migration mit ungefähr einer Woche Verzug gemacht haben. Oder anderthalb. Zuerst haben wir eine Unna migriert und für das Kopieren von 3000 Bildern habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht. Für das Kopieren von 1600 Posts zwei. Stimmt nicht. Eigentlich war es in 10 Minuten durch. Das Problem war, da waren relativ viele Sachen, wo Konflikte aufgetreten sind. Deswegen ich nachher anderthalb Stunden mit meinem Kollegen telefoniert habe, ne, der im Homeoffice saß, um diese 100 Konflikte von den 1600 Beiträgen zu korrigieren. Diese Learnings sind dann alles in die zweite Migration reingegangen, weswegen wir bei der zweiten Migration tatsächlich nur irgendwo 10, 15 Konflikte hatten. So, bei der zweiten Migration, da habe ich dann überlegt, so, 125.000 Bilder will ich von A nach B kopieren. 125.000 Bilder, circa eine Sekunde pro Bild, 36 Stunden. Da habe ich dann mit der Redaktion gesprochen, ja, wir können jetzt die Migration starten, in 36 Stunden sind wir mit den Bildern durch, dann können wir uns die Beiträge annehmen. Ja, das ist aber lange.
Ja, dann habe ich mal ausprobiert und ich hatte ja vorhin gesagt, das System ist Race Condition Safe. Das heißt, ich habe einfach mal gesagt, ja okay, dann lassen wir halt nicht nur mit einem Prozess die Queue abarbeiten, sondern ich gucke mal, wie viele Prozesse ich da parallel draufjagen kann. Ich bin dann in Midwald ist nicht als Sponsor da heute. Okay, ich sage nichts. Kann man das rausschneiden? Nein, Spaß beiseite. Ich bin dann auf die Limitierung gestoßen, dass bei Midwald nur ein einziger Cronjob lief. Das heißt, das, was ich ursprünglich dachte, ich lasse einfach mal 5 Cronjobs parallel laufen, die mir meine WP Cron abarbeiten und über die Command Line schön brav dann 5-mal parallel das Ganze machen. Das funktionierte leider nicht. Was habe ich gemacht? 10 Browserfenster geöffnet, dafür gesorgt, dass der Prozess beim Page-Load ausgeführt wurde und ein Browser-Plugin gestartet, was eine Sekunde, nachdem die Seite geladen wurde, die Seite nochmal neu geladen hat. So habe ich, man muss sich helfen. Also ich habe tatsächlich, als ich dann die Migration angefangen habe, hatte ich tatsächlich ziemlich genau diesen ein Bild pro Sekunde Schnitt hin. Als ich ein bisschen rumgespielt hatte, war ich am Ende bei 7,5 Bildern pro Sekunde. Was dann aus 36 Stunden am Ende 6 Stunden gemacht hat. Für die Posts waren es dann nochmal 7.500 Posts. Das sind halt die übrig geblieben sind bei der Migration. Dafür war es nochmal eine knappe Stunde. Und jetzt springe ich nochmal zurück in den Code. Das Interessante ist ja, wie zum Henker sieht denn der Redirect aus? Das heißt, in Ruhe 24 waren bereits 3000 Posts schon drin. Die Zahl, warte mal. Die Zahl ist tatsächlich, die Zahl bei Ruhr 24 ist die Jetzt-Zahl gewesen. Das heißt, da sind dann auch noch sind ein paar vorher gewesen und einige, die danach entstanden sind. Dementsprechend so hundertprozentig stimmt die Summe an der Stelle tatsächlich nicht. Das Interessante ist dieses kleine Plugin. Und zwar habe ich hier ein Plugin geschrieben, wo ich mir dann auch wieder als Learning aus der Migration von Una hatte ich es als Plugin geschrieben, anstatt als Theme. Ursprünglich war es mal ein Theme. Und habe ihm dann gesagt, dass er sich in den Template Redirect reinhucken soll, sofern ich eines der Module aktiviert hatte. Ich hatte mir eins für Homepage, Post, Category, Author und in dem Fall Deutsch REST, nicht Englisch REST API. Remaining 410 hörte sich doof an. So, und was habe ich jetzt an der Stelle gemacht? Wir gehen jetzt tatsächlich mal in den Post-Bereich rein und ich habe hier an der Stelle Folgendes in der Kurzfassung gemacht. Wo ist der interessante Teil? Ich habe ihm an der Stelle gesagt, ich bin im Post drin, ja. Wenn es für den Beitrag, den ich gerade aufrufe, einen Eintrag in den Postmeter gibt, der Bifrost Remote Items hieß, zieh dir an der Stelle die URL raus und leite dahin weiter. Das heißt, hier ist jetzt noch ein bisschen mehr, das heißt, die komplette Funktion ist 70 Zeilen lang, da sind dann halt noch ein paar Abfragen. Michael darf sich auch freuen, hier unten ist nochmal, falls alles nicht funktioniert hat, aber ein Canonical gesetzt war, wurde nochmal die Yoast-Meter abgefragt. In der Kurzfassung steht da drin, kennst du eine URL, wohin ich weiterleiten soll, dann leite dahin weiter. Und mit diesen 70 Zeilen Code habe ich sämtliche 7000 oder 8000 Beiträge komplett ohne einen weiteren Hop redirected. Da kommt nämlich dann nochmal dazu, was man hier oben, wo ich gerade ein bisschen unterschlagen habe, hier stand noch was von AMP. Wir haben ein AMP-Plugin eingesetzt und mussten dann halt dementsprechend auch nochmal 14.000 weitere AMP-Seiten redirecten.
Und in Summe sind diese 70 Zeilen Code alles, was ich brauchte, nachdem ich ja die Antwort vom Remote-System gekriegt habe, wie meine neuen URLs heißen. Ähnlich ist dann nochmal für die Kategorien, für die Autoren und alles ist dann auch nochmal im Großen hinterlegt. Ich habe noch ein zweites kleines Plugin geschrieben, was mir nachher noch die Bilder aufgelöst hat, wo ich dann einfach nur gesagt habe, wenn eine 404-Seite kommt und ein Redirect funktionieren würde, leite mal das Bild weiter, sodass ich am Ende tatsächlich Bilder, Beiträge, alles mit maximal 2 Hops weitergeleitet habe für alles und das maximal 2 Hops gilt für die Kategorien. Bei Beiträgen und Bildern ist es in der Regel 1 Hop. So, dann springen wir mal zurück in die Folie und dann darf der Sebastian weitermachen. Das ist jetzt der Moment, wo wir den Trommelwirbel eigentlich bräuchten. Wir bräuchten jetzt so ein. Kannst du? Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Sehr gut, sehr gut. Kommen wir neben Wetten an. Wie lange hat es gedauert, bis wir wieder Traffic hatten? Wer ist für sofort? Wer ist für nach 3 Tagen? Wer ist für nach einer Woche? Wer ist für 2 Wochen und mehr? Okay, ich glaube, wir waren nicht glaubwürdig genug. Ich glaube, wir sind zu enthusiastisch dabei. Das Ergebnis wurde irgendwie erahnt. Warte mal, eine Option habe ich noch. Wir haben bis heute noch wieder keinen Traffic. Naja, da sind wir an dem Punkt, dass wir hier jetzt stehen und einen neuen Job suchen. Weil wir okay, also ich lüfte das Rätsel. Wir sehen hier 2 Screenshots aus dem Analytics-Account. Links 10 Tage, die 10 Tage vor der Migration, rechts die 10 Tage nach der Migration. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt anfangen sollten, den Herrn Daum zu huldigen. Denn faktisch haben wir, hier steht's, no drop in reach or performance. Das heißt, wir haben wirklich unterm Strich kein Traffic-Verlust, 0,0. Wir haben sogar, wenn wir die Zahlen vergleichen, im Betrachtungszeitraum einen leichten Anstieg. Jetzt muss man fairerweise sagen, das haben wir gerade gehört, auf ruhr24.de lief vorher auch schon ein bisschen was. Das heißt also, man kann jetzt nicht die 344.000 mit den 403.000 hier 1:1 vergleichen, aber selbst in der Addition der Zahlen vor und nach der Migration haben wir tatsächlich direkt eine leichte Steigerung im Traffic drin. Wir hatten faktisch 2 Tage, insofern waren, glaube ich, 2 oder 3 Leute, 2 Tage leichte Einbußen, wo wir festgestellt haben, wir haben keine M-Treffer mehr, wir haben kaum noch Platzierungen in der Newsbox. Aber faktisch haben wir es erreicht, oder beziehungsweise Christoph federführend, dass wir diese Migration über die Bühne gekriegt haben, ohne auch irgendwie etwas davon zu merken. Und wie gesagt, ich hatte es einleitend gesagt, alle, die an dem Thema mitgearbeitet haben, waren der festen Überzeugung, dass wir da echt dran zu kämpfen haben. Ich weiß nicht, ob mich der Geschäftsführer heute noch ernst nimmt, bei dem, was wir vorher angekündigt haben, aber lieber so rum als andersrum. Insofern, ich habe schon viele Migrationen oder ähnliche Projekte begleitet und ich habe tatsächlich noch kein einziges mitgemacht, was so geräuschlos und so erfolgreich verlaufen ist. Also das ist jetzt der Punkt, wo ihr alle einmal für den Herrn klatschen müsst. Kann man die Zahlen halbwegs lesen oder sollen wir noch irgendwelche? Ich kann es nicht größer machen. Ich habe es ja gerade gesagt. Also wir haben im Betrachtungszeitraum 10 Tage vor der Migration rund 345.000 Nutzer erreicht. In den 10 Tagen nach der Migration rund 404.000 Nutzer, die eben in 750.000 Sitzungen im Vergleich zu 606.000 Sitzungen resultieren. Die Zahl ist 100.000, 150.000. Und hier sind wir bei 50 und 100.000 bei den Skalen. I'll do it in English. A small addition. This process can actually take... Just a small addition. This process can actually take up to 6 months. So what they've done here is really incredible. That just for the basic understanding of this. We've had sites in the Netherlands that literally took 6 months to recover all positions, traffic, and so on. So this is good job, really good job. This is the reason why we are talking here.
So, ja, jetzt wollte ich auf Englisch weitermachen. Das war es eigentlich für den Moment von uns. Vielleicht noch abschließend, man könnte ja jetzt sagen, ja klar, jetzt hat das gefaked irgendwie und nach 10 Tagen ging es bergab. Es ist tatsächlich so, dass diese Entwicklung anhält. Wir sind sehr glücklich darüber. Wir können noch einmal das Datum vorlesen. Da oben bei Dortmund 24 steht 10.2. bis 19.2. Hier steht 1.3. bis 10.3. Ja, genau. Eine Sache der Fairness halber muss man halt sagen, die Entwicklung dieses Plugins, was ich vorhin angemerkt hatte, das hat tatsächlich schon einige Zeit gedauert. Allerdings war die Intention von dem Plugin halt auch eigentlich, dass das in einem Dauerbetrieb eingesetzt werden sollte. Wenn man das nur für eine Migration mit über die REST API machen wollte, hätte man sich viele Sachen sparen können. Ich habe den dezenten Warnhinweis gesehen. Wir haben noch 10 Minuten für diesen Punkt. Ja, erstmal vielen Dank für die tolle Vorstellung und vor allen Dingen das großartige Ergebnis. Zwei Fragen dazu. Ist die Absprungrate bei euch normal in dieser krassen Höhe? Ja, das ist normal. Wahrscheinlich generell bei Newsseiten so hoch. Und wie sehr habt ihr mit Google dort zusammengearbeitet, um das geswitcht zu bekommen? Vielleicht vorweg, ja, die Absprungrate ist bei unserer Produktkategorie tatsächlich relativ normal. Ich habe ja gerade erzählt, 2016 sind wir an den Start gegangen. Im Sommer 2016 ist Dortmund 24 gestartet, Anfang 2017 UNA 24 gestartet. Das heißt, wir reden hier noch nicht von bekannten Marken oder so etwas Vergleichbarem, sondern wir haben über lange, lange Zeit unseren Traffic hauptsächlich über Social oder eben auch dann später mit steigendem Anteil eben organisch bekommen. Und das waren dann häufig Suchtreffer, also Nutzer, die einmal reinspringen, vielleicht noch einen zweiten Artikel lesen und dann aber wieder weg sind. Das ist tatsächlich ein ganz witziger Fakt, weil wir bei der ursprünglichen Businessplanung von, ich glaube, 5 bis 7 Seiten pro Sitzung ausgegangen sind. Da sind wir bis heute noch nicht. Also insofern für das, was wir hier tun, relativ normal. Wir wünschen uns natürlich auch, dass die geringer werden, ganz klar. Google. Ja, ich kenne niemanden bei Google. Kennst du jemanden bei Google? Ich habe mal einen auf irgendeiner Konferenz getroffen. Nee, haben wir nicht. Also das Einzige, was wir halt gemacht haben, ist das Übliche, ne? Webmaster-Tools, Monitoring, inwieweit da was ist. Ansonsten waren die Redirects 90% der Arbeit. Genau. Also klar, natürlich. Die Webmaster-Tools oder Search-Konsole war ein Dauerbegleiter quasi in der Zeit, ja. Wobei sie auch tatsächlich glücklicherweise relativ wenig Ausschlag gezeigt hat. Ja. Wie viel Prozent organischen Traffic habt ihr und wie viel direkten Traffic? Und die zweite Frage, habt ihr auch mit Systrix irgendwie Einbußen oder keine Einbußen gesehen, was die Sichtbarkeit angeht? Wir haben aktuell rund 44% Google-Anteil, wenn du so möchtest. Der Direkt- oder Dark-Traffic liegt so zwischen 13% und 15%. Und die Sichtbarkeit, wir nutzen kein Systrix, sondern wir nutzen Xovi, ein vergleichbares Tool, auch da keine, also die haben ja auch so einen eigenen Index, ich glaube, nennt sich Ovi-Index oder sowas, auch da keine Auswirkungen sichtbar. Und das, was du vielleicht noch ergänzen musst, wir haben einen sehr hohen AMP-Traffic-Anteil. Exakt, ja. Weitere Fragen? Ja. Moment. Sonst muss ich es wiederholen. Danke. Konsolidierung der Taxonomien. Ihr habt da was reduziert, zusammengeführt, hast du kurz angeführt. Richtig. Wie habt ihr das entschieden? Wie habt ihr das gemanagt? Wir haben bei den Post-Tags haben wir schlicht und ergreifend keinen einzigen übertragen und für alle dann noch bestehenden Post-Tags auf Dortmund und auf UNA24 eine 410 ausgeliefert. Die 410-Seite kann ich gleich nochmal kurz zeigen als Abschluss. Und die Kategorien, die wir entsprechend konsolidiert haben, waren zum Beispiel, wir hatten auf UNA hatten wir für jeden Stadtteil eine eigene Kategorie. Und dann haben wir schlicht und ergreifend gesagt, wird die Kategorie UNA auf die Kategorie ID 7, was auf Ruhr24 dann die UNA gewesen wäre, gemappt. Das gleiche gilt aber auch für alle Stadtteile, Königsborn, ist egal. Also für sämtliche alle Stadtteile wurde dann halt auch auf die Kategorie 7 gemappt und
bevor die Informationen an die REST API übergeben wurden, wurden nochmal Duplikate ausgefiltert. Das heißt, wenn da jetzt 3x7 drin stand, wurden die Duplikate ausgefiltert und nur 1x7 übergeben. Und das war halt bei UNA, hatte ich ja eingangs gesagt, dass da 100 Fehler gewesen sind, oder 200, ist auch egal am Ende. Da beim Kategoriefiltern war tatsächlich eines der größeren Probleme, dass einige Kategorien nicht korrekt zugeordnet wurden. Da habe ich nachher nochmal am Code geschraubt, dass er ein bisschen toleranter mit nicht existierenden Kategorien umgeht. Noch Fragen? Ich wäre gerade noch so in Position. Ich kann auch gerne noch ein bisschen Code zeigen. Wie viele Minuten haben wir noch, Kaspar? 5, 7. Also erstmal zeige ich nochmal die 410-Seite auf Dortmund 24. Au. Oh. Es war nur ein Test, ob ihr alle aufpasst. So. Also in dem Moment, wo wo nichts zugeordnet werden konnte, wo wir sagen, den Content möchten wir aus Google löschen, kommt diese wunderschöne Seite mit einem vollflächigen Link. Sonst noch Fragen? What about you? Do you have any questions? No. At the moment not. A little bit. Yeah, the big advantage of using the REST API was that it. Einen Punkt habe ich gerade vergessen. Wir haben tatsächlich den Großteil der Migration, gerade von den Bildern, gerade von den Beiträgen, haben wir während des laufenden Betriebes gemacht. Das heißt, das Kopieren dieser 7000 Beiträge haben wir irgendwo um 11 Uhr oder sowas angestoßen. Mhm. Und das Einzige, was wir gemacht haben, ist der Redaktion kurz Bescheid gegeben, so, jetzt bitte aufhören, auf Dortmund 24 zu arbeiten und nur noch auf Ruhr 24 arbeiten. Das war das Einzige, was wir der Redaktion mitgeteilt haben. Dann dadurch, dass ich das Plugin geschrieben habe, im Gegensatz zu dem ursprünglichen Theme, war tatsächlich so, dass während das System kopiert hat, die Sachen, die noch nicht migriert wurden, weiterhin schön brav auf Dortmund 24 dargestellt wurden und alles, was schon migriert wurde, direkt die Weiterleitung hatte. Sodass wir wirklich im laufenden Betrieb alles kopieren konnten. Vielleicht eine nette Anekdote zum Schluss. Es war vielleicht ein bisschen irritierend für die Redaktion, als sie am nächsten Morgen um 6 Uhr zum Frühdienst erschien und ein Mann mit schwarzer Robe aus der Toilette kam. Denn Christoph hat die Nacht dafür im Büro verbracht. Ja, ich habe die Bilder über Nacht kopiert. Ich habe um 11 Uhr abends geguckt. Angefangen und um 5 Uhr morgens waren die Bilder fertig. Ich habe aber viel Spaß mit Herr der Ringe gehabt. Ja, exakt. Ich habe 1,5 Teile geschafft. Extended. Ja, Daniele hat sich gefreut. Daniele, wenn du das hörst, es tut mir leid. Sonst noch irgendwelche Minuten. Fragen? Ansonsten entlassen wir euch 5 Minuten früher. Wir können auch hier noch irgendwo andere Sachen. Keine Fragen. Keine Fragen. Dann.